Nach fast zwei Wochen Dauerregen scheint heute die Sonne zum ersten Mal. Es ist eine sommerliche Sonne. Und heute will ich nicht mit der Bahn fahren, sondern mit dem Schiff. Ich mache eine kleine Rundfahrt auf dem Zürichsee. Wir starten in Kilchberg. Im Hintergrund sehen wir eine Süßefabrik. Es ist nämlich die Fabrik Lind und Sprünglich, wo die berühmte Schokolade produziert wird. Haben wir Talwil erreicht. Talwil ist eine kleine Stadt am linken Seeufer. Jetzt wird das Schiff den See überqueren und in Kürze erreichen wir das rechte Seeufer, die sogenannte Goldküste, wo Erlenbach liegt. Wir erreichen jetzt die Goldküste. Sie heißt nämlich so nicht nur, weil die Sonne am Abend ihre Häuser in einer grellen, orangenroten Farbe leuchten lässt, sondern auch, weil viele Superreiche hier ihren Wohnsitz haben. Nachdem wir jetzt Küsnach verlassen haben, fahren wir in Richtung Zürich. Und das ist wieder Kilchberg, mein Dorf, aus der Seeperspektive. Man erkennt die Fabrik von Lind und Sprüngli und die uralte Kirche, die dem Dorf den Namen gegeben hat. Und hier sind wir in Zürich. Zürich ist eine relativ kleine Stadt,
aber mit allen Eigenschaften einer großen Metropole. Man lebt sehr gut in Zürich und ich liebe die Stadt sehr. Pünktlich um 12 Uhr verlässt das Schiff den kleinen Hafen von Zürich. Wir fahren in Richtung Zürich-Wollishofen zuerst. Nach Wollishofen werden wir wieder Kilchberg erreichen, wo unsere kleine Rundfahrt auf dem See für heute endet.